Angriff auf russische Grenzregion Belgorod durch kremlfeindliche russische Einheit. Umkämpfte Stadt Bachmut. Kiew dementiert erneut vollständige Einnahme durch Wagner-Söldner. Ungarn lässt hunderte ausländischer Menschenschmuggler frei. Die russische Grenzregion Belgorod nahe der Ukraine ist unter Beschuss geraten. Eine Einheit aus putinfeindlichen russischen Staatsbürgern, laut Moskau eine Sabotagegruppe des ukrainischen Militärs, soll für die Angriffe auf russischem Boden verantwortlich sein. Kiew selbst bestritt eine Verwicklung. Mehrere Gebäude wurden beschädigt, mindestens 8 Menschen wurden verletzt. Laut dem Gouverneur der Region hat ein Großteil der Bevölkerung ihre Häuser und das Gebiet verlassen. Er sprach von einer angespannten Lage, Hausdurchsuchungen seien noch in Gange, zudem verhängte er am Montagabend Terroralarm. Die aus russischen Staatsbürgern bestehende Einheit, die die Angriffe für sich beansprucht, nennt sich Legion Freiheit Russlands. In einem auf Telegram veröffentlichten Video sagten die Kämpfer, es sei an der Zeit der Kreml-Diktatur ein Ende zu setzen. In dem Krieg kämpfen beide Einheiten auf der Seite der Ukraine. Die Regierung in Kiew bestreitet allerdings ihre Beteiligung an der Aktion und jegliche Verbindungen zu den paramilitärischen Gruppen. Im Kampf um Bachmut hat die ukrainische Regierung den vollständigen Verlust der Stadt erneut dementiert. Die Armee der Ukraine halte noch immer einen kleinen Teil im Osten des Gebietes. Die Kampfhandlungen dauerten an, so Kiew. Die für Russland kämpfende Söldnergruppe Wagner gab an, sie werde schon bald in der Lage sein, die stark zerstörte Stadt an Moskau zu übergeben, angeblich am 1. Juni. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen, auf beiden Seiten dürften aber zahlreiche Kämpfer gefallen sein. Nach ukrainischen Angaben hat das russische Militär den Beschuss von Zielen in der Region Charkiw fortgesetzt. Bei Angriffen auf 23 Positionen seien mindestens 3 Menschen getötet worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau sagte, russische Truppen hätten in der Nacht zum Dienstag einen Flugplatz in Dnipro, südwestlich von Charkiw, angegriffen. Dabei seien Hochpräzisionsraketen zum Einsatz gekommen. Das ukrainische Militär verurteilte den Luftangriff. Dieser habe eine medizinische Notfalleinrichtung getroffen, was einen Verstoß gegen die Genfer Konvention darstelle. Die weitere Finanzierung von Waffenlieferungen der EU an die Ukraine gerät ins Stocken. Bei einem Treffen in Brüssel konnten sich die Außenminister nicht auf eine neue Rate aus der Europäischen Friedensfazilität einigen. Die EU ist bereit, Kiew weitere 500 Millionen Euro im Kampf gegen die russische Invasion bereitzustellen. Doch Ungarn blockiert die Entscheidung, weil die größte Bank des Landes, die OTP-Bank, auf einer ukrainischen Liste internationaler Kriegssponsoren steht. Mindaddig ellenezni fogjuk az európai békekeretből ennek az újabb fél milliárd eurónak a kifizetését a fegyverszállító tagállamok számára, ameddig Ukrajna a háború nemzetközi szponzorainak listáján tartja az OTP-t. Az OTP a legnagyobb magyar bank, az OTP a magyar gazdaság egy fontos szereplője. Mondhatnám azt is, hogy mindannyian büszkék vagyunk az OTP-re, mint magyar bankra. Die Antikorruptionsbehörde der Ukraine wirft der ungarischen Bank vor, dem russischen Militär Vorzugskreditkonditionen zu gewähren, das heißt, sie tatsächlich für die begangenen Kriegsverbrechen belohnt. Die Bank wies diese Behauptungen als falsch und nicht objektiv zurück. Offiziell hat der Streit nichts mit der EU zu tun. Dennoch versprach EU-Außenbeauftragter Josep Borrell, alles zu tun, um den Fall zu klären und die nächsten Zahlungen für die Ukraine freizugeben. Bilateral, multilateral, we have to do everything we can in order to make the next package of military support to Ukraine being approved. If one member state have a difficulty, let's discuss about it. That's what we are going to do. Die Liste der Ukraine hat keine rechtlichen Konsequenzen, sondern ruft die Verbraucher zum Boykott auf. Darunter sind viele europäische Unternehmen, die immer noch mit Russland Geschäfte machen. Aber Ungarn war der einzige EU-Mitgliedstaat, der das Thema auf EU-Ebene ansprach. Z
Zwei Jahre nach seiner Festnahme und wenige Wochen nach seiner Verurteilung ist in Belarus der frühere Regierungskritiker Roman Protasevich begnadigt worden. Er wurde nach seiner Festnahme mehrfach im belarussischen Staatsfernsehen gezeigt und distanzierte sich dort von seiner oppositionellen Tätigkeit. Protasevich galt als politischer Gefangener. Angehörige gehen davon aus, dass er seine regierungsfreundlichen Aussagen in Haft unter Druck und Folter machte. Wegen der Freilassung inhaftierter Menschenschmuggler in Ungarn hat Österreich die Kontrollen an der Grenze zum Nachbarland verstärkt. Budapest gab als Grund für die Freilassung an, die Gefängnisse seien zu voll. Die freigelassenen Schlepper müssen Ungarn innerhalb von 72 Stunden verlassen. Közben egyébként börtön túlzsúfoltság van, és miközben ismerjük az ezzel kapcsolatos ügyeket, hogy Strasbourgban így próbálnak újabb pénzeket lehúzni a magyar államról, tehát helyes döntés, hogy nem kívánjuk a magyar adófizetők pénzén fogva tartani azt a több száz ember csempészt, aki ma a magyar börtönállátást élve. Die Freilassung der ausländischen Schlepper kam überraschend. Das ungarische Strafrecht sieht an sich langjährige Haftstrafen für Menschenschmuggel vor. Die Strafmaße reichen von 2 bis 20 Jahren. Ungarn liegt an der sogenannten Balkanroute, auf der Migranten von der Türkei nach Westeuropa gelangen. Nur wenige Minuten nach Beginn des von den USA und Saudi-Arabien vermittelten 7-tägigen Waffenstillstands im Sudan haben beide Seiten ihre Kampfhandlungen offenbar fortgesetzt. Augenzeugen berichteten von Luftangriffen und Zusammenstößen in der Hauptstadt Khartoum und anderswo. Der Waffenstillstand war am Montagabend Ortszeit in Kraft getreten. Der UN-Sonderbeauftragte für den Sudan äußerte Hoffnung auf eine Einstellung der Kampfhandlungen. Both parties have been calling on me to condemn the respective other side's actions. I call on both to end the fighting and to return to dialogue in the interest of Sudan and its people. Frühere Versuche, die Feindseligkeiten in dem nordostafrikanischen Land zu unterbrechen, waren gescheitert. Die neue Vereinbarung soll durch einen Mechanismus zur Überwachung des Waffenstillstands durchgesetzt werden. Sie soll auch den Weg für humanitäre Hilfe für von den Kämpfen eingeschlossene Menschen ebnen. Der Konflikt zwischen der Armee und der paramilitärischen Miliz RSF war am 15. April ausgebrochen und hat bisher Hunderte das Leben gekostet. Über 1 Million Menschen wurden vertrieben. Der ehemalige Regierungschef von Pakistan, Imran Khan, ist erneut vor Gericht erschienen. Schwer bewacht nahm er einen Termin am obersten Gericht in Islamabad wahr, wohl um eine erneute Festnahme zu verhindern, diesmal im Rahmen von Terrorismusermittlungen. Außerdem sollen Khan und seine Frau sich schon bald vor dem National Accountability Bureau in Rawalpindi verantworten. Grund dafür sind Korruptionsvorwürfe. Der Ex-Regierungschef war vor 2 Wochen verhaftet und ins Gefängnis gebracht worden. Schließlich wurde er gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt. Rund 20.000 Menschen haben am Montag in Brüssel gegen Änderungen des Streikrechts protestiert. Die Aktion war Teil eines Generalstreiks, zu dem die Gewerkschaften aufgerufen hatten. Sie richtete sich gegen Pläne der Regierung, Randalierern die Teilnahme an Demonstrationen per Gesetz zu verbieten. Deshalb protestierten Menschen in Häftlingskostümen. C'est ce qui risque d'arriver si on ne se dépêche pas à bloquer les lois qui sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, le fait de manifester, de négocier, devient réprimé par la loi. Et donc aujourd'hui, on a voulu montrer que si on ne fait rien, c'est comme ça demain qu'on ira manifester, on ira tous en prison. Die Demonstranten waren auch verärgert über eine Reihe jüngster Gerichtsentscheidungen, die die Demonstranten dazu verpflichteten, die Blockaden vor einer belgischen Supermarktkette aufzuheben. Ein seit 3 Monaten andauernder Protest gegen das Franchising des Unternehmens. Gewerkschaften sagen, dass das vorgeschlagene Gesetz diese Praxis gegen Streikposten aufrechterhalten könnte. Entre manifester et bloquer une entreprise dans le cadre d'un mécontentement et casser, c'est totalement différent. Nous ne sommes pas là pour vandaliser, nous sommes là pour revendiquer nos droits. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas justement tout assimiler. Die Demonstranten bezeichneten die Situation in Belgien als Sozialdumping. Sie wollen weiter kämpfen und die Proteste auch in andere Sektoren tragen.
Der Facebook-Konzern Meta ist wegen eines Verstoßes gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung zu einer Rekordstrafe verdonnert worden. Wie die irische Datenschutzbehörde DPC in Dublin mitteilte, muss das Unternehmen 1,2 Milliarden Euro zahlen. Außerdem dürfen Facebook, WhatsApp und Instagram nach einer Übergangsphase keine Nutzerdaten mehr in die USA übertragen. Dem Konzern wird angelastet, europäische Nutzerdaten an US-Geheimdienste weitergegeben zu haben. Erwartet wird, dass das Unternehmen gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegen wird. Ein Gerichtsverfahren könnte sich über Jahre hinziehen. Meta ist in der Liste der Datenschutzgrundverordnung bezüglich der 10 höchsten Bußgelder nun gleich sechsfach vertreten. Die Strafen summieren sich jetzt auf 2,5 Milliarden Euro. Gut 16 Jahre nach dem Verschwinden der damals dreijährigen Madeleine McCann im Süden Portugals wollen die Ermittler eine neue Suchaktion starten. Diese sei vom deutschen Bundeskriminalamt beantragt worden, teilte die portugiesische Kriminalpolizei mit. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen einen vorbestraften Deutschen wegen Mordverdachts. Die Suche soll am Arade-Stausee beginnen und 2 bis 3 Tage dauern. Der Stausee befindet sich ca. 50 Kilometer nordöstlich des Algarve-Badeortes Praia da Luz. Dort war Maddie am 3. Mai 2007 aus einer Ferienanlage spurlos verschwunden. Die Ermittler vermuten, dass sie entführt und ermordet wurde.